Robert produziert Daten, Daten, Daten. Mit Handy und Computer in digitaler Form. Oder analog, wenn er Formulare beim Finanzamt, auf der Arbeit oder beim Arzt ausfüllt. Das macht nicht nur Robert, sondern alle Menschen. Diese Daten werden zusammen Big Data genannt und zum Beispiel von Unternehmen gesammelt. Die Auswertung dieser Daten mit komplexen Algorithmen erlaubt das Erkennen von Verhaltensmustern von Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel über den Musikgeschmack des Publikums des Eurovision Song Contests. Aber auch Informationen über Einzelpersonen wie Robert lassen sich zu persönlichen Profilen zusammenfassen. Diese können von Dritten eingesehen werden und unter anderem Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit oder auf die Höhe der Versicherungsbeiträge haben. Wer verfügt über die Daten? Wer entscheidet, wie die Daten gewertet werden? Und welche Konsequenzen hat es für uns, wenn diese Daten falsch interpretiert werden?